Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Jungle Beats. Im letzten Part hatten wir im Chili-Reich mit Himmelsstürmer das krasseste Combo-Level von allen. Wir haben da eine 18er-Combo aufstellen können, also echt ziemlich heftig. Und jetzt in diesem Part kommt dann auch schon das letzte geheime Reich, das es noch fehlt, nämlich hier aus Welt B, das Sternfruchtreich. Mit Affenzirkus, Kosmo-Chaos und dann wieder mal ein Bosskampf. Und auch da fangen wir gleich an. Hey! So, Affenzirkus dürfte, glaube ich, schon wieder ein Wettrennen sein. Das hatten wir jetzt hier, genau, hatten wir jetzt dann hier relativ häufig bei den geheimen Reichen, dass immer eines der Level noch ein Rennen war. Und so auch hier, und zwar gegen diese Affen hier. Los geht's. So, alles klar. Ist jetzt auch sehr interessant, weil ansonsten hatten wir halt immer dann während den Rennen irgendwelche Gimmicks auch, dass wir irgendwie unter Wasser waren oder auf dem Vogel entlang geflogen sind oder sowas. Aber hier wird es dann einfach mal hier ein ganz normales Wettrennen, quasi, gegen dann diese Affen eben hier. Soll ich hier nach oben? Ja, am besten hier sogar loslassen. Oder kann ich loslassen? Ja, kann ich gar nicht, ne? Ich muss hier die Wand dann berühren. Und die haben auch dann hier Fallschirme oder sowas aufgespannt. Die Affen da, genau. Aber es ist auch interessant, dass wir jetzt dann hier eben noch ein normales Wettrennen haben. Und dass wir eben dann hier auch unsere ganz normalen Fähigkeiten eben alle benutzen müssen. Okay, aber ein Unterwasserabschnitt kommt ja auch noch. Also hier ist irgendwie alles ein bisschen dabei. Aber es ist auch ganz cool, wie ich finde. Und wir sind die ziemlich guten Führung. Also wir sollten hier auch hoffentlich gute Chancen haben, erst zu werden. Schön hier nach oben sliden. Okay, im Fohlen kommt sogar auch noch. Also hier ist wirklich dann alles hier bunt gemischt bei diesen Rennen. So, dann ist gleich hier noch, wie ich das Ende ganz gerne natürlich erreichen. Okay, hier hätte ich eh vom Vogel runtergemisst. Deswegen ist es noch okay. Das war jetzt nicht ideal, aber es passt noch. Ich mache mal kurz das hier mir schon mal vielleicht ein paar Bananen holen, weil ich bin hier ziemlich gut in Führung gerade. Aber den ist nicht mehr. Oh Gott, den nicht mehr. Der rennt da oben entlang. Was fällt dem ein? Ich hoffe, ich werde noch erster. Das ist Ziel. Okay. Also man kann hier eben auch wieder ein großes Risiko eingehen und 500 Bananen, sehr gut. Und dann eben versuchen, da sogar vielleicht beide Samen mitzunehmen. Man muss es übrigens auch während dem Rennen machen, weil ich komme jetzt nämlich, glaube ich, nicht mehr zurück hier, stimmt das? Ja, es war sehr knapp, aber ich komme da nicht mehr nach oben. Leider. Übrigens der eine hier, was der so alles macht, keine Ahnung. Und deswegen, ich muss mir den dann eben eventuell während dem Rennen holen, was halt, wie gesagt, riskant ist. Und bei einem habe ich es geschafft wenigstens, beim anderen nicht mehr, aber ist schon okay. Gut, dann werden wir das Level auch gleich. Ja, war auch wieder sehr schnell. Und noch ein paar weitere Punkte für uns. Okay. Gut. Dann das zweite Level, Cosmo Chaos, wird dann etwas länger dauern und auch nochmal einiges schwieriger werden. Genau 555 übrigens, sehr schön. So, denn wir sind hier im Weltraum, aus irgendwelchen Gründen. Ich finde das Level auch deswegen ziemlich cool, weil es auch wieder was ganz anderes ist als alle anderen Level bisher. Und deswegen, ich mag das Level auf jeden Fall sehr. Okay. Dann am besten gleich hier wieder dicht geschickt reingehen. Hier so. Sehr gut. Hui. Okay, aber hier ist eh nix. Alles klar. So, und jetzt mal kurz. Die kann ich ja jetzt nicht zerstören, die blauen hier, ne? Okay. Dann ist es, glaube ich, weil das ist ja so dieser Irrtum, unter dem ich hier sehr lange im Let's Play unterlaufen bin. Aber ich glaube, es ist so, dass ich halt die roten Lavabrocken hier oder Meteoriten, wie auch immer, das glaube ich, die schon zerstören. Oh Gott. Die. Scheiße. Die schon zerstören kann, aber die blauen anscheinend nicht. Ich glaube, so dürfte es sein. Und dann nach oben zu kommen, ist schon sehr schwer, weil ich meine, ich muss halt die Drehung von diesem großen Meteoriten hier, in dem wir gerade drin sind oder sowas, von diesem Gestein hier, keine Ahnung, muss ich halt irgendwie ausnutzen und dann hier nach oben kommen. Hier so, genau, das ist sehr schwierig, wie ich finde. Und dann gleich zu dir hin und dich am besten, oh Gott, am besten gleich töten da, Moment. Hier so, okay, sehr gut. Und stirb. Und noch Punkte mitnehmen. Alles klar, und dann die nach unten will ich auch noch ganz gerne haben. Aber ich erstmal hier normal nach unten springen, weil das ansonsten zu riskant wäre, wie ich finde. Okay, passt schon. Gut. Puh, und dann gleich weiter. Am besten auch wieder cool, natürlich. Ja, jetzt habe ich keine Stampfattacke gemacht, aber ist schon okay. Ich kann hier noch eine machen. Okay, und dann. Oh Gott. Jetzt am besten dann gleich hier nach unten jumpen zu dem, aber ihr merkt schon, das ist nicht so einfach. Hier so. Komme ich da jetzt hin zu dem? Ja, gerade so. Sehr gut. Hui. Und dann auch hier. Bei denen hier, genau. Sogar Bananen stauben. Und. Ich glaube, da drin ist dann egal, ich muss mal hier normal reinspringen, weil ich glaube, da drin ist dann die Combo sowieso wieder. Oder es sind eh keine Bananen in der Nähe, glaube ich. Genau, okay. Aber weiter Gegner, die mir wenigstens einzelne Bananen geben. Okay, auch nicht wirklich viel, aber trotzdem besser als nichts. Gut. So, aber ihr merkt schon, auf das Level ist das nicht so ganz einfach. Und man kann jetzt auch hier keine so mega heftige Combo aufbauen. Und deswegen würde ich auch behaupten, dass es wahrscheinlich in diesem Reich hier, im Sternfruchtreich, dass es da von all den Reichen am schwierigsten ist. Oh Gott, das ist auch sehr schwer übrigens. Dass da am schwierigsten ist, die 1000 Punkte für alle drei Wappen
zu erzielen, nicht runterfallen auch, für alle Wappen zu erzielen. Wenn man eben hier im ersten Level jetzt nicht so wirklich viele Punkte sammeln kann, halt knapp über 500 maximal. Irgendwie Vögel sind auch sehr im Weg. Knapp über 500 maximal. Und hier im zweiten Level kann man jetzt auch nicht so unendlich viele Punkte mitnehmen. Weil eben hier auch wirklich immer zwischendurch ich würde ungern sterben wollen, einiges los ist. Also ist nicht so ganz einfach alles. Bam. Okay, und die Vögel haben halt hier auch sehr genervt. Und hier die Bananen fliegen auch da unten, also ungefähr. Also wie gesagt, ist nicht so ganz einfach, das Ganze. Sondern hier will ich aber, die will ich ganz cool einsammeln, wenn es geht. Hier so, ist riskant und jetzt dann noch dahin. Okay, es war jetzt riskant, wie gesagt. Aber alles gut. Aber es gibt auch nur 25 Punkte, ne? Also hier kriegt man echt nicht so viele Punkte, muss man leider sagen. Aber es wird sich dann hoffentlich noch gleich ändern. Aber wie gesagt, ich glaube eben, hier ist echt am schwierigsten, die 1000 Punkte zu erzielen. Das liegt übrigens vor allem auch daran, fällt mir gerade auf, dass der Bosskampf, den wir dann noch haben werden, nach diesem Level, dass es der auch ziemlich in sich hat, wie ich finde. Also das Level, oder halt das ganze gesamte Reich hier, ist wirklich sehr schwer, da man halt nicht so viele Punkte überhaupt sammeln kann. Und der Bosskampf ist auch noch schwierig, das kommt auch noch hinzu. Also ist schon sehr schwer alles. Also die Punkte habe ich wieder völlig verkackt, aber ist mir auch total egal. Das sieht auch interessant aus übrigens. Ist mir total egal. Und ja, hier, ich will jetzt keine Stampfattacke hier machen. Ist auch alles blöd, aber hier dann gleich kann ich eine machen, die am Ende. Genau. Okay. Gab noch wenigstens ein paar Punkte. Und die sind jetzt dann Samen da so innen drin. Auch sehr interessant. Am besten hier so hier aktivieren und dann nach oben jumpen. Sehr gut. Okay. Und die Bananen, die will ich auch so ein bisschen geschickt wenigstens einsammeln. Hier so. Okay, sehr gut. 44 Punkte, das war's wert. Sehr gut. Und dann hier entlang jumpen und aber nicht runterfallen. Ja, ist auch nicht so einfach, weil ich eben hier auch immer dann kurz davor bin, nach unten zu rutschen. Und wenn ich halt nach unten rutsche, dann kann DK auch überhaupt nicht mehr weit springen. Deswegen, ich muss da auch sehr stark aufpassen dran. Oh Gott, nicht nach unten fallen. Ich werde mal die beiden Bananen da jetzt dann normal einsammeln und nicht mit einer Combo, weil das gerade so riskant ist ein bisschen. So, und dann hier nach, oh Gott, hier nach oben nicht runterrutschen. Oh Gott, um Gottes Willen. Wir haben, glaube ich, auch noch keinen Checkpoint hier gehabt. Also ich glaube, es gibt hier einen Checkpoint, weil das Level nämlich auch ziemlich lang ist. Aber ich hoffe, dass wir jetzt dann gleich einen haben werden. Übrigens, das Leben da unten will ich mir auf gar keinen Fall holen. Das kann man schon mit Wandsprüngen noch irgendwie bekommen, aber das ist sau schwer und ich habe keinen Bock, das zu riskieren. Ich will am besten gleich weitergehen. Zum nächsten Abschnitt. Und oh, Checkpoint. Sofort herkommen. Okay. Gut. So, das ist schon mal ziemlich cool auf jeden Fall, dass wir jetzt hier einen Checkpoint bekommen haben. Dann fühle ich mich jetzt da schon um einiges sicherer. Und dann immer weiter. Und die Spinne haben wir auch hier übrigens. So, das ist ja, glaube ich, schon das dritte Mal, dass wir die jetzt bekämpfen. Oh Gott. Bekämpfen, das kennen wir ja schon. So. Bam, sehr gut. Und stirb. Yay. Und gleich im besten Fall 60 Punkte. Ja, 60 Punkte. Nice. Gut, dann hier weiter nach oben. So, hui. Sehr weit nach oben sogar. Das ist aber echt auch ein cooles Level, wie ich finde. Weil es ist halt, wie gesagt, wirklich was ganz, ganz anderes als alle anderen Level bisher. Da man halt hier einfach mal so im Weltraum ist. Und ich finde das ziemlich cool. Oh Gott. Ziemlich cool. Die auch noch mit... Na, jetzt habe ich die nicht bekommen, leider. Schade. Aber schon okay. Passt schon. Okay, und jetzt hier bin ich jetzt dann wieder in so einem Meteoriten drin oder sowas. Keine Ahnung. Aber ist so ein bisschen labyrinthartig sogar aufgebaut. Das ist nicht so ganz einfach. Und ich sehe da auch schon wieder einen anderen Kollegen, den ich dann gleich umbringen will. Ja, das Herz brauche ich ja gar nicht. Ich bin da, glaube ich, voll geheilt. Alles gut. Okay, Moment. Jetzt habe ich ihn erwischt, leider. Jetzt aber. Ich erwische ihn von hier unten aus. Doch, ich erwische ihn von unten aus sogar. Das war interessant. Aber habe ich nichts dagegen. Bah. Okay, tut mir auch ein bisschen leid, der Kollege. Aber wieder mal auch nur ein bisschen. Habe ich, glaube ich, schon tausendmal bei dem gesagt. Dass der mir immer ein bisschen leid tut. Aber eben auch nur ein bisschen, leider. So, ich will noch die Bananen da natürlich haben. So. Kommen wir aber auch leicht hin. Und das ist sogar noch einer. Okay. Ich lasse den jetzt erstmal, weil ich erstmal die Bananen haben will. Ganz gerne. Mit Wandsprung sogar vielleicht auch noch. Dann hier nach unten und dann noch eine Stampfattacke. Genau. Hier so und einsammeln. Wunderbar. Und 58 Punkte. Cool. So, ich werde natürlich noch den anderen Kollegen auch besiegen. Logischerweise. So. Und jetzt. Mit dem richtigen Timing. Oder geht das nicht, wenn der zurückrollt? Weil das war gerade das richtige Timing. Das geht anscheinend nicht. Das geht nur dann, wenn er nach vorne rollt, oder wie? Das wusste ich auch nicht. Ja, weil es ist nämlich so, dass er nur auf dieser Seite seine Zunge immer rausstreckt. Deswegen, es geht nur von der Seite. Oh Gott. Es geht nur von der Seite aus. Von der anderen geht's nicht. Sehr interessant. Oh Gott, das war auch wieder knapp. Sehr interessant. Bam! Wow. Das Ganze noch... Okay, da komme ich jetzt nicht mehr hin, leider. Ja, das war auch doof von mir. Ich hätte ihn besiegen sollen, wo er noch ein bisschen näher in der Mitte war. Weil jetzt dann auch die ganze Bananen da leider nicht mehr einsammeln konnte. Also ja, wie gesagt, ist nicht so ganz einfach, das Ganze hier dann wirklich irgendwie sinnvoll hinzukriegen. Will ich das Herz noch haben? Ja, das sind am Ende halt dann 50 Bananen. Aber ich behaupte mal, dass ich vielleicht eh noch ein weiteres Herz bekomme, oder? Nee, ich muss mal halt doch. Ist dann, glaube ich, doch das Ganze wert, weil, wie gesagt, ich muss eben hier in dem Level echt ein bisschen, oder halt im Reich, meine ich, ein bisschen aufpassen.
weil wir eben dann auch noch am Ende einen ziemlich schwierigen Bosskampf gegen einen weiteren Kong haben werden. Und dementsprechend möchte ich ja ganz gerne wirklich alles mitnehmen, was ich irgendwie kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da diese Lücke leicht nach oben jumpen könnte. Vielleicht mit einem Rückwärtssalto irgendwie gerade so, aber ist mir ein bisschen zu riskant. Ich gehe deswegen lieber hier außen rum. Ist ja auch okay. Ich will da wieder nach oben. Hier will ich rein. Ja, danke. Okay. Aber jetzt dürfte, glaube ich, das Level nicht mehr so mega arg lang sein. Mal schauen. Aber hier geht es dann noch ein bisschen weiter auf jeden Fall. So. Zum nächsten Abschnitt gleich. Und noch ein Zwischenbosskampf gegen so einen Kollegen wieder. Aber den kennen wir ja auch schon. Also warten, bis seine Blitzattacke kommt und dann ihn treffen. Moment. Jetzt. Genau, weil ansonsten haut er eben auch so eine Schockwelle raus, die einen dann ziemlich sicher treffen wird. Deswegen, da muss man echt aufpassen. Okay. Und ich habe jetzt auch nicht perfekt einsammeln können. Aber ist schon okay, denke ich mal. Und das ist oben schon das Ziel eigentlich. Nehmen wir noch nicht sogar. Es kommt noch ein bisschen mehr. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Aber hier, okay, hier ist das Ziel. Wir können mal hier eine coole Aktion machen. Alles klar. Und zwar sowas wieder. Okay. Da entlang jumpen. Alles klar. Wir können doch jetzt sogar, glaube ich, hier noch dann coole Sachen gleich anstellen, oder? Meine ich. War das nicht so? Genau, denn ich habe jetzt hier noch Bomben, die ich dann nach oben werfen kann. Und kommt sogar hier übrigens nicht wieder ein Kollege zurück, den wir eigentlich schon mal besiegt haben? Ich glaube schon, oder? So war das doch. Mich ehrlich, genau. Wenn wir es den noch besiegen, kriegen wir noch weitere Punkte dann oben drauf. Was auch wirklich sehr wichtig ist, weil ich halt beim Bosskampf bestimmt ein bisschen Schaden nehmen werde. Okay, er ist tot. Sehr gut. Wunderbar. Yeah! Und 100 weitere Punkte. Cool. Und komme ich auch bis zum Ende? Ja. Sehr schön. Okay. Haben wir jetzt auch noch einige Punkte hier mitnehmen können. Sehr schön. Das freut mich. Und dann kommen wir mit 1852 Punkten zum Boss. Okay. Das dürfte dann doch genügend sein. Hoffe ich mal. So. Und wir kämpfen gegen Sumo Kong. Und zwar auf einem fallenden Meteoriten oder sowas. Das ist mega cool einfach nur. So, an sich ist es nicht kompliziert, sein Prinzip. Aber es ist trotzdem nicht so einfach auszuführen, wie ich finde. Ich werde dann gleich euch zeigen, was ich meine. So, ich werde euch wieder ein bisschen was zeigen, was ich absichtlich treffen lassen. Ich hoffe, das wird noch okay sein. So, erstmal ausweichen kann ich hier ein bisschen, aber wenn ich ausweiche, passiert nicht wirklich viel. Und ich muss auch aufpassen, weil er sehr schnell zuschlagen kann. Denn ich muss selber zuschlagen, und zwar mindestens zweimal, dann ausweichen und dann kann ich selber draufhauen. Also nochmal, erstmal ausweichen. Erstmal zuschlagen, zuschlagen, ausweichen und dann zuschlagen. Und dann kann ich ihn treffen. Und das hier in der ersten Phase. Zuschlagen, erst ausweichen. Zuschlagen, zuschlagen. Ja, nee, es ist immer doof, weil ich darf nicht schon zu früh treffen. Aber genau, das muss ich eben machen, dass ich halt eben mindestens zweimal zuschlage und dann ausweiche und dann kann ich selber zuschlagen. Wie oft kann ich denn maximal zuschlagen eigentlich? Das hört nämlich, glaube ich, auch irgendwann auf, oder? Oder geht es unendlich oft? Vielleicht sogar doch. Okay, genau, anscheinend doch unendlich oft. Und dann einfach irgendwann, irgendwann hört er auf, okay. Aber es geht ziemlich lange, wie wir sehen konnten. Aber irgendwann dann eben ausweichen und dann zurückschlagen, dann kann man ihn treffen. Das war die erste Phase. So, jetzt die zweite Phase ist an sich genauso, aber ich muss noch häufiger machen, denn ich muss jetzt mindestens 6-mal zuschlagen und dann darf ich erst ausweichen und dann kann ich zuschlagen. Wenn ich schon beim 5. Mal zum Beispiel irgendwie ausweiche, dann wird DK da wieder so nach hinten zurückprallen und dann kann ich eben nicht kontern. Deswegen das eben dann machen, 6-mal mindestens zuschlagen und dann ausweichen, dann kann man selber zuschlagen. Und wie gesagt, das Prinzip ist sehr einfach, aber das alles hinzukriegen ist sehr schwer. Man muss ja halt wirklich dauerhaft, verdammt, immer dauerhaft zuschlagen, so ungefähr. Scheiße. Dauerhaft zuschlagen, so ungefähr. Und da werden auch irgendwann die Arme müde, wie ich finde. Alter, die Arme müde, wie ich finde. Und das ist echt nicht so einfach. Okay, sehr gut. Und stirb. Aber geschafft. Okay. Yeah, Sumo Kong besiegt und das Reich Sternfrucht ist damit auch frei. Puh, 500 Punkte habe ich verloren. Ja, wirklich einiges, aber der ist auch echt nicht einfach, der Kampf. So, aber das Wichtigste haben wir, nämlich über 1000 Punkte, also wie immer alles gut. So, und das gibt uns dann, wie immer, 3 weitere Wappen. Yeah! Oh, dann die extra Videos, das zweite. Okay, zeig dann nochmal diesen Bosskampf in Anführungszeichen gegen den Typ da. Den man eben besiegen sollte, genau, um dann 100 weitere Punkte zu erzielen. Okay, aber haben wir ja auch gemacht, also das haben wir auch selber gesehen. Genau.
So. Und beim ersten Video wird dann, das gehört ja dann zum Affenzirkus, zu dem Rennen, wird dann wahrscheinlich einfach gezeigt, dass man eben noch sich auch die Samen holen könnte, wenn man dann das riskieren will. Das wird dann wahrscheinlich da gezeigt werden, schätze ich mal. Wir schauen mal kurz. Ja, die kommen, glaube ich, gleich. Oder doch nicht? Mit dem Vogel irgendwas? Hä? Oder ist es einfach nur, dass man da so wächst, dass man da so viermal in Folge irgendwie wegsliden kann? Das ist immer, ich weiß gar nicht genau, was einem jetzt das Video so Tolles zeigen soll. Weil ich meine, dass man jetzt zu dem Vogel mit einer Combo hinkommt, mit einer Vierer-Combo ist ja in diesem Fall. Genau. Das ist jetzt nichts so Tolles, weil man kann ja, während man mit dem Vogel reitet, keine Bananen einsammeln. Deswegen, das bringt einem nicht viel. Ich glaube, es ist wirklich damit gemeint, dass man hier so schön wegsliden kann. Und dass man eben dann dadurch schnell nach oben kommen kann. Denke ich mal. Na gut. Okay. So, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Donkey Kong Jungle Beat? Jetzt haben wir ja erstmal dann die Welten D, K, J und B, Donkey Kong Jungle Beat eben, dann zu 100% immer abgeschlossen. Deswegen beim nächsten Mal kommt dann noch diese Mondwelt hier mit dann diesem seltsamen Reich oder Level, was auch immer uns dann da erwarten wird. Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, dass es nicht mehr so viele weitere Parts hier von dem Let's Play geben wird. Soll ich mal sagen, wie viele es noch sind nach meiner aktuellen Planung? Also nach meiner aktuellen Planung werden es noch zwei weitere Parts werden. Vielleicht muss ich auch dann doch da irgendwas über den Haufen werfen, aber ich meine, dass es noch zwei weitere Parts dann geben dürfte, weil es nämlich dann so ganz Sinn macht. Aber beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall ein bisschen anders ablaufen, als jetzt halt in den bisherigen 16 Parts. Weil bisher haben wir eben immer pro Part genau ein Reich gespielt mit eben dann drei Leveln, zwei normalen Leveln und einem Bosskampf. Und es wird eben dann ab dem nächsten Mal ein bisschen anders ablaufen, weil halt hier in der Mondwelt das halt dann alles eben ein bisschen anders sein wird. Aber wir werden dann schon noch alles genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich da noch sehr über nochmal. Auf jeden Fall würde ich da noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.